Wer hätte einst gedacht, dass man auch im Jahr 2015 noch umfangreichen Planbetrieb unter Dampf in Deutschland erleben kann? Auf den sächsischen Schmalspurbahnen ist er immer noch die Regel. Und auch dieser Alltagsbetrieb hat seine Reize. So wie hier auf der Zittauer Schmalspurbahn im äußersten Südosten. Im Bahnhof Berzdorf müssen die Züge vor der Fahrt ins Gebirge Wasser nehmen. Mehrmals am Tag kann man anschließend eine Doppelausfahrt erleben. Links nach Jonsdorf, rechts nach Eubin. Mit der Haltestelle am Ortseingang und dem Endbahnhof bieten sich den Fahrgästen in Jonsdorf gleich zwei Möglichkeiten zum Aus- und Einstieg, da sich der staatlich anerkannte Luftkurort über eine Länge von rund 3 Kilometern erstreckt. Weiter unten erleben wir einen nach Zittau zurückkehrenden Zug auf der Olbersdorfer Talbrücke, mit der seit 1913 die Dorfstraße überquert wird. Das mächtige gelbe Gebäude im Hintergrund beherbergt zu meinem Erstaunen eine Förderschule für nur etwa 200 Schüler. Rund 20 Minuten benötigt der Zug von hier, bis er im Bahnhof Zittau eintrifft. Die hier abgestellte 991757 diente rund 20 Jahre lang als Ersatzteilspender, bevor sie 2014 optisch aufgearbeitet wurde. Aber nicht nur mit Dampf sind die Züge hier bespannt. Zum regelmäßigen Einsatz kommt auch die Diesellok 199018. Die in Rumänien gebaute Lok vom Typ L45H ist seit 2011 hier unterwegs. Sie ist nach Neumotorisierung mit ihren 650 PS vermutlich die stärkste Lok ihres Typs. Im Sommerfahrplan zieht sie jedes zweite Wochenende die Züge des Dieselumlaufs.
Alle anderen Züge verkehren natürlich unter Dampf. Typische Bespannung im Zittauer Gebirge sind dabei die Einheitsloks aus den 20er und 30er Jahren, die über ein ähnliches Leistungsspektrum wie die viel modernere Diesellok verfügen. Kraftentfaltung ist aber viel spektakulärer und schöner, finden auch diese beiden Herren. Einen ungewöhnlichen Zug gab es am 11. Oktober 2015 zu bestaunen. Da es morgens auf der Strecke zu technischen Problemen gekommen war, hatten die ersten beiden Züge ins Gebirge reichlich Verspätung und wurden kurzerhand gemeinsam nach Berzdorf überführt. Bei strahlendem Sonnenschein macht auch der Dieselumlauf vor der Kulisse der Stadt Zittau mit ihren vielen Türmen eine gute Figur. Und das rumänische Kraftpaket hat durchaus seine Fans, wie man bei der Ausfahrt aus Berzdorf sehen kann. Die 99731 und ihr Zug kommen im Reichsbahnlook der frühen 30er Jahre daher und sind in dieser Form nur an ausgewählten Wochenenden zu erleben. Auf dem Weg nach Eubin passieren die Züge bei Streckenkilometer 10,9 den Haltepunkt Teufelsmühle, der bei Ausflüglern sehr beliebt ist. Weitere 1,3 Kilometer sind es dann noch bis zum Endbahnhof Eubin. Thank you.
schönes Wetter und kräftiger Wind, der aus Tschechien herüberweht. Das geht hier oft Hand in Hand.